Hallo ihr zwei. Freut mich, dass wir es geschafft haben, hier zusammenzukommen, nachdem wir es ja gerade nicht schaffen, draußen uns auf dem Platz zu treffen und ein Fußball-3-Festival durchzuführen. Finde ich das super, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier kurz drei Fragen mit mir durchzugehen und eure Erfahrungen für andere Trainer und Jugendleiter hier weiterzugeben. Ich darf euch kurz vorstellen noch, Vinz vom SV Wolfertshausen. Wenn ich richtig informiert bin, F-Jugend machst du gerade und Matthias vom TSV Diedorf, er ist gerade in der G-Jugend unterwegs. Kommen wir zur ersten Frage für euch. Wie wurdet ihr auf Fußball 3 bzw. Faninho aufmerksam? Vince, du darfst gerne beginnen. Ja, also ich bin einer der Trainer, die mal so als Vater sozusagen dazu genötigt wurden, einzusteigen und habe das natürlich von Anfang an also auch sehr ernst genommen und habe da mich auch mal versucht, ein bisschen zu informieren, wie man da kleine Kinder eigentlich so trainiert und bin da eigentlich über ein Trainerforum, weiß gar nicht mehr die Adresse, bin ich mal auf den Begriff Funinho gestoßen und habe mir gedacht, hey, was ist das? Und habe mich da mal in das Thema eingelesen, wie funktioniert das? Was bedeutet es? Habe auch mal, also insbesondere vom Herrn Nagelsmann, dem schönen jungen Trainer, der da auch ein großer Fan davon ist, auch mal ein Interview gehört und habe mir gedacht, das musst du unbedingt ausprobieren. Habe das dann ins Training eingebaut und war vom ersten Tag an ein super Erfolg, also insbesondere für die Kinder und dann natürlich auch für den Trainer. Super, danke. Matthias, wie kam es bei dir dazu? Ja, bei mir war es erstmal ähnlich. Ich war auch ein Vater, der dann irgendwie da reingerutscht ist als Co-Trainer. Und da war es Glück, dass ich da eben schon das miterleben durfte, wie das funktioniert mit Funinho. Und war eigentlich relativ schnell überzeugt davon, dass das eigentlich ein super Weg ist. Da hat mir, glaube ich, weitergeholfen, dass ich eigentlich aus einer anderen Sportart komme und ich da sehr unvoreingenommen war und eigentlich sofort so diese Vorzüge ganz, ja, ohne große Vorerfahrungen, ja, gesehen habe und letztendlich da sehr offen war für das Ganze. Und ja, das war von Anfang an klar für mich, das ist eigentlich der Weg, wie man Kinder trainieren sollte. Super. Ich weiß von euch beiden, dass ihr auch außerhalb von Augsburg auf Festivals wart. Was waren denn da so eure Erfahrungen und Erkenntnisse? Jetzt darfst du mal starten, Matthias. Ja, also das Erste, was ich spannend war, einfach die Intensität, mit den Kindern da ja Fußball spielen dürfen. Im Grunde ja oft 7 Runden. Sie sind voll bei der Sache, viele Ballkontakte. Was mich dann, in dem Fall war es das erste Festival von Kissing im Kreis Augsburg hier, was mich da beeindruckt hat, war einfach die Frage am Ende, ja gut, wie viele haben in Tor geschossen, wie viele haben gewonnen? Da haben sich dann alle gemeldet. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja gut, haben sich alle gemeldet, weil irgendwie will man ja auch dazugehören. Aber ich habe dann meiner Mannschaft nachgefragt und es war wirklich so, es haben wirklich alle ein Tor geschossen und durch diesen Champions League-Modus ist jeder einfach gefragt und ist dabei. Und was ich selber als Trainer gemerkt habe, wie es mich auch entlastet, ich muss mir keine Gedanken über Positionen machen, über Ein- und Auswechslungen, weil im Grunde da einfach alles noch durchläuft und jeder hat ja im Grunde die gleichen Einsatzzeiten, weil das klar geregelt ist, wie es ablaufen sollte. Genau. Super, danke. Vince, was sind deine Erfahrungen und Erkenntnisse, die du sammeln konntest? Also natürlich als erstes Mal, dass es bei uns in der Region erstmal relativ schwer war, überhaupt an Turnieren teilzunehmen, weil es keine gab, haben wir uns da, ich sag mal, so ein bisschen eigeninitiativ in den Dachauraum rüber begeben und haben da an den ersten Turnieren teilgenommen, sowohl in der Zwischenzeit auch in der Halle als auch draußen. Und letztendlich kann ich das nur bestätigen. Also die Kinder haben eine riesen Gaudi, jeder hat permanenten Ball, jeder schießt Tore. Es ist ein wahnsinniger Fairness-Gedanke automatisch dabei, wenn dann mal irgendwie die Ergebnisse, ich sage jetzt mal, sehr deutlich ausfallen, dass eine Mannschaft viel stärker ist wie die andere, weil manche beginnen ja erst. Dann kann man mal schnell einen Spieler rausholen und bei einem anderen, die andere Mannschaft wechselt einen ein und es kommt ein 4 gegen 2 zustande und auf einmal hat die andere Mannschaft, die unterlegen ist, auf einmal auch ihre Erfolgserlebnisse und das ist richtig toll, es bleibt niemand auf der Strecke und das ist eigentlich das Beste dran. Super, also das sind ja sehr viele positive Rückmeldungen, die ihr mir da gebt. Was würdet denn ihr Trainern oder Jugendleitern von anderen Vereinen mit auf den Weg geben, wie sie zu Fußball 3 oder Faninho kommen können? Matthias. Also ich würde erstmal mit auf den Weg geben, offen zu sein, einfach das auszuprobieren,
zu testen, selber mal die Erfahrung zu machen. Ich glaube einfach, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dann glaube ich, kann man auch empfinden, was das bedeutet, dass es den Kindern was bringt. Und ich glaube, man kann es auf eine ganz gute Formel bringen. Viele Ballkontakte, Erfolgserlebnisse bringt letztendlich Spaß und aber auch eine Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist keine Spielform nur für den Spaß, sondern ich glaube auch, die Kinder lernen viel dabei. Und ich glaube, deswegen tun wir unseren Kindern nur Gutes dabei, wenn wir eben versuchen, das ja nicht nur ins Training reinzubringen, sondern eben auch mit so Festivals immer wieder anzustoßen. Sehr schön. Vince, hast du vielleicht da auch noch besondere Sachen in Richtung F-Jugend, weil es ja da meistens dann heißt, ja, für die G-Jugend ist es okay, aber in der F-Jugend wollen die richtigen Fußball. Wie sind da so deine Erfahrungen und was kannst du den Trainern dort mit auf den Weg geben oder den Jugendleitern? Also jeder Trainer braucht, glaube ich, ein bisschen Geduld. Es gibt Widerstände, je nach Region, glaube ich, auch unterschiedlich. Widerstände in der Form, dass jeder sagt, also gerade in der F-Jugend, ja 7 gegen 7, man hört immer, ja der Ball muss zappeln im großen Tor. Und also ich meine, ich sage mal, das klassische Fußball, das die Leute seit Jahrzehnten so kennen, es ist einfach ein bisschen was anders, es ist ein anderer Gedanke dahinter. Die Trainer müssen sich auch mehr zurücknehmen. Da lernen übrigens auch die Trainer meiner Ansicht nach sehr, sehr viel dabei. Man braucht Überzeugungsarbeit auch innerhalb des Vereins. Das habe ich selber erlebt, dass am Anfang wahnsinnig viel Skepsis da war. Aber nachdem ich dann einfach angefangen habe zu spielen, und das sind ja bei uns am Fußballplatz immer viele Trainer, viele Mannschaften, manchmal trainieren wir, während andere spielen, dann kommen auf einmal Zuschauer und interessieren sich dafür, was macht ihr da? Ist das dieses Foninho, wo ich mal irgendwo mal davon gehört habe, oder Fußball 3, das nennt natürlich jeder Foninho heute. Und man muss immer offen sein, den Leuten erklären, was es bezweckt, und sie sollen mal zuschauen, und dann kommt eine zum anderen und man schafft es eigentlich. Und wenn man dann die Eltern mit ins Boot holt und die auch sehen, dass vielleicht ein schwächeres Kind, ihr eigenes schwächere Kind, auf einmal viel mehr Gaudi am Fußball hat, und das dann die Trainer auch mitbekommen aus anderen Mannschaften, vielleicht sogar die Jugendleiter oder die Vereinsverantwortlichen auch sehen, aha, da haben die Kinder mehr Spaß dabei, dann hat ja der Verein vielleicht doch mehr Mitglieder auch was davon, dass einfach da kein Kind mehr, ich sag mal, nebenher läuft, weil das Leistungsgefälle sicher in der G-Jugend noch stärker, aber in der F-Jugend wahnsinnig groß ist. Also da gibt es sehr gute Spieler schon, und es gibt welche, die beginnen gerade erst. Aber mit dem Fußball-3-Gedanken kann ich unterschiedliche Mannschaften zusammenstellen nach Spielstärke, und es kommt wirklich jeder zum Zug. Super, danke für das kurze Interview, und ich hoffe, dass wir uns demnächst auch mal wieder auf dem Feld sehen werden. Dankeschön dafür.